Und die Reise geht weiter in den Feuerpalast. Wie wir erfahren haben, ist ja der Feuerpalast westlich von hier. Und deshalb begeben wir uns da jetzt auch hin. Obwohl, wir suchen erstmal noch schnell Berti auf, der hier irgendwo rumsteht, da, um unsere Peitsche zu pimpen. So, Birdie, einmal die Peitsche bitte. So, durch dieses nette Feld hier werden wir einfach nur so schnell wie möglich durchrennen. Ich habe keinen Bock, Bekanntschaft mit diesem Kämmer hinsetzen lassen. So, erst südlich und dann westlich und dann nördlich halten. Jetzt kommen hier die wirklich netten Gegner. Ah, komm, komm, komm. Wir stehen nicht so auf Schlammbomben. So, holt euch mal die Ente, die diese Kürbisse produzieren kann. Ach man. Und wir sind da. Ja, und es geht sofort gut los. Wie wir wissen, ist ja mein Schwert gut gegen Pflanzen und Insekten. Level 24. Ja, hier gibt es eine kleine Gemeinheit und zwar, wie ihr seht, doch nicht gut. Wir haben ihn Gott sei Dank überstanden. Normalerweise wartet nämlich auch so ein Krabbelvieh direkt davor. Schlammbombe Level 3. Gedanken. Gut, den haben wir weg. Ja, lasst die Bogenratte in Ruhe. Und ab in den Feuerpalast. Wer lässt sich natürlich wieder erwischen? Platsch. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir rein müssen. Hier war es noch nicht. Na los, haut nur um. Zack. Ich liebe es, wenn ihr eure Waffen verzaubert. In der Zeit kann man euch schon mal tot prügeln. Tja, scheiß Taktik. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Und zwar befindet sich hier mit im Raum ein Ortsschalter, den wir natürlich gleich mal analysieren werden. So viel ist Magie könnte helfen. Ja, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Natürlich gleich wieder von den Wolken angreifen lassen. Ganz klasse. Und das war auch der richtige Zauber. Der ist abgebildet. Offen bei den Schnäbel. Die Verwerbung der Halbwerte. Schmerzlos. Jetzt keinen Bock, mich ewig an diesen Viechern aufzuhalten. Und sie leben immer noch. Und das war unser. Hier oben war nichts, eine Sackgasse. Hoch oder erstmal hier.
Hier war auch nichts. Okay, auch Sackgasse. Hier unten ging es auch rein. Ja, hier kommen wir nur zum Eingang. Also wieder nach oben. Na los, holt mir euch. Schlecht, er hat noch gelebt, nachdem er fertig war. Und wir sehen einen weiteren Orbschalter, den wir doch glatt mal analysieren. Philosophius Magie könnte wieder mal helfen. So, die große Qual der Wahl. Es ist eigentlich immer ein Raten, welche die was nicht. Ich meine sogar, dass wir sie dafür brauchen. Und zwar mit einer Flammenwand. Nein. Flammengas. Auch nicht, okay. Ja, es ist schön, wenn man seine komplette Magie an einen einzigen Orbschalter verballert. Und diesmal hat es geklappt. Hau, die Bogenratte. Hau. So. Wir begeben uns. Okay, hier war nichts mehr. Das hat sich doch mal gelohnt. Und nächste Etage. Boah, lass die Wolke. Los, weg von der Wolke, Wolke. Wolken sind nicht gut, Wolken sind böse. Und noch mehr Wolken. Au, was war das? Die blöde Ente. Tja, dafür musst du jetzt leiden. Wir setzen unsere Reise fort. Komm, lass die Wolken, lass die Wolken, lass die Wolken, lass die Wolken. Mädels, ihr müsst nicht alles angreifen, was läuft oder lebt. Wir müssen jetzt diese Wand verschieben und das machen wir mit dem Schalter hier oben. Nix da, hier wird mir geschossen. So. Lass die Ratte. Mach die Ratte hier. Und Tracy erreicht Level 25 und ich eben und Tamix ebenfalls. So. Ach ja. Und wieder mal ist Analyse gefragt. Aber vorher beende ich den Part. Wir sehen uns gleich wieder.